In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie man ganz einfach eine Porzellanhaut erstellt. Also zuallererst nehmen Sie ein Foto von Ihnen, was Sie natürlich ein bisschen schöner haben wollen, zum Beispiel ein Profilbild oder was Sie aufpreppen wollen. Und Schritt 1 ist es dann natürlich, dass man dann erstmal näher rangeht, einen von Hintergrund nimmt man und gruppiert sich diese Ebene. Weil auf dem Hintergrund wollen wir nicht bearbeiten, sondern soll ja so bleiben, damit man auch einen Vorher-Nachher-Effekt hat. Und dann geht man natürlich zuallererst auf ein Ausbesserungswerkzeug zum Beispiel, könnte man nehmen. Also ist Ihnen überlassen, wie Sie es verändern, also retuschieren wollen, zum näher ran. Und dann müssen Sie zuallererst natürlich Ihre Unreinheiten entfernen. Man kann zum Beispiel so mit sowas entfernen drücken. So alle Stellen, die sie natürlich weg haben wollen. So. 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 Und für kleinere Bereiche kann man natürlich dann sagen, man nimmt den Bereichsreparaturpinsel und macht die dann weg, die Stellen, die man weg haben möchte. Und dann, wenn man jetzt hier sowas hier hat, kann man natürlich besser anzoomen. Und dann nimmt man keinen kreisförmigen, so wie hier, sondern so wie ich gerade eine Ellipse. Denn Winkel verändert man auch natürlich. Ich hatte jetzt so in den Dreh kann man einstellen und dann natürlich auch nicht zu groß das kleine und dann retuschiert man sich diese Stellen weg. Das ist, kriegt man manchmal besser hin, als wenn man einen runden Teil hat. Und jetzt kann man schon rausholen und sehen, vorher, nachher Effekt. Ich habe auch schon was vorbereitet. Hier, so ungefähr könnte man es dann noch besser machen. Also so ungefähr könnte das Foto ungefähr aussehen, wenn man richtig gut wegretuschiert. So, und das war dann Schritt 1 für die Porzellanhaut. Nachdem wir jetzt den ersten Schritt und schon alles soweit zurecht gemacht haben, wollen wir natürlich jetzt etwas weich zeichnen. Das heißt also die Haut weicher machen. Dazu nehmen wir unsere hintere Kopie, kopieren uns dieses nochmal und dieses setzen wir dann in ein Smart Objekt, also konvertieren wir um. Wenn wir das haben, benennen wir es so um, ist am besten, wenn wir es so umbenennen, wie wir es haben wollen. Sag mal jetzt, wie der Filter heißt, Matter machen. Enter. Und jetzt gehe ich auf Filter, Weichzeichnungsfilter und gehe auf den Filter, so wie ich ihn benannt hatte, Matter machen. So. Und so ungefähr ist jetzt richtig, also wenn man jetzt zeigen würde, ich gehe mal höher, dann würde es zu viel sein. Sehr extrem wollen wir es ja nicht haben, wir wollen ja schon so, dass man auch was sieht. Aber man muss nicht darauf achten, dass jetzt der Mund hier so gut zu sehen ist oder die Haare, wie hier verschmiert er richtig und wenn ich jetzt hier höher gehe, das verschwimmt und wir wollen ja schon Konturen sehen und wenn ich jetzt runtergehe auf 2, dann ist es zu wenig, weil der den Schwellenwert von 2 nimmt und wir wollen ja höher haben. Das Wichtigste ist eigentlich, wenn man so einen Ausgleich findet, wenn man sagt, dass die Haut am besten aussieht.
Da müsst ihr dann einfach spielen, wie, also wie ihr es haben wollt. Oder wie es am besten aussieht. Und wenn ihr jetzt euch natürlich auch noch sagt, ja, hier die Haare, die verschwimmen ja. Und diese Haaransätze muss man wieder, wird wieder so aufwendig, weil man durch den Filter alles wieder in Ordnung bringen muss. Aber ich zeige Ihnen, wie man es auch einfacher machen kann. Nochmal weg. Da sieht man schon, wie die Haut glatter wird und auch besser aussieht natürlich dann. So besteht die jetzt mit. Okay. Jetzt kurz warten. So. Jetzt kann ich mit Alt und Z auch nochmal kurz vorher zeigen. Vorher-Nachher-Vergleich. Und jetzt natürlich drücke ich hierauf, wo nichts ist, also so ein freier Raum. Macht Doppelklick drauf, damit natürlich dieser Ebenenstil kommt. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir auf Füll-Option Standard hier draufklicken, also hier auf der Ebene sind. Und unser wichtiger Teil ist dieser Bereich hier. Das ist für uns wichtig. Und das auch für diese Ebene und darunter, also wenn jetzt hier irgendwie was drunter liegen würden, drunter liegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alles, was in diesem Bereich ist, wird in diesem Bereich dann nicht angezeigt. Wenn ich jetzt natürlich zum Beispiel höher gehe, dann sieht man, wie die Konturen nach und nach wieder kommen oder also alles im schwarzen Bereich wieder vorhanden gezeigt wird. Wenn ich jetzt hier in die Richtung gehe, sieht man, alles, was im weißen Bereich ist, wird angezeigt. Wenn ich jetzt hier was mache, natürlich auch. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier, wenn wir mit, können wir mit der gedrückten Alt-Taste hierauf drücken und diese Sache dann spalten und auch nochmal so einen leichten Übergang fabrizieren. Und da sage ich mal, mich diesen Bereich, nehme dann noch die andere Hälfte und sage, so, aber am wichtigsten ist, dass ihr dann einfach mal schaut, was am besten ist, also welcher Übergang für euch, wenn ihr hier drauf drückt, am besten zur Geltung kommt. So, und hier gehe ich mal auf. Wenn ich jetzt zeige, sieht man hier im Hintergrund schön mein Hintergrund, was sich da verändert, oder auch an den Nasen. Und man muss auch manchmal ein bisschen, damit man sieht, was passiert da, was mache ich da, auch mal ein bisschen extrem da zeigen. So, jetzt kann man schon mal bestätigen und sich das natürlich vorher, wie gerade eben vorher, nachher mal anschauen, was ich gemacht habe. Wie man sieht, die Augen und die Haare sind besser jetzt schon wieder zur Kontur gekommen. Und der Mund auch. Und jetzt kann man natürlich nochmal, wenn ich hier drauf drücke, jetzt nur für den Graubereich, was ich gemacht habe, kann ich jetzt natürlich auch für die anderen Farbbereiche auch noch was verändern. Dazu klicke ich auf Rot und spalte hier das hier. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, kann man auch sehen, was ich hier ein bisschen verändere. Und klicke ich mit gedrückter Alt-Taste wieder, Alt-Taste. So. Ups, falsche. Dann da und drunter. Und mehr, das ändert nicht.
Sag ich so, das reicht. Und jetzt gehe ich auf den Grünbereich noch und sage einmal hier. Und dann noch einmal hier ich was ändern. Also wie gesagt, ihr müsst dann selbst schauen, was für euch am besten rüberkommt, welche Werte, und müsst einfach ausprobieren. So, und das war es eigentlich schon. Also ich bestätige das noch mit OK. Und jetzt scroll ich mal ein bisschen raus. Und jetzt kann ich euch zeigen, was ich geändert habe. Wenn ich hier. Ihr seht. Seht ihr den Unterschied hier? Also ich habe an der Haut nichts gemacht, aber ich habe die auch ein bisschen wieder besser hervorgehoben. Und das war es eigentlich also mit dem Schritt. Und der nächste Schritt wird dann, zeige ich euch gleich dann. Nachdem wir jetzt natürlich, Moment, nachdem wir jetzt natürlich hier weich gezeichnet haben und der Hintergrund auch weich gezeichnet wurde, wollen wir das natürlich ändern. Und das machen wir natürlich jetzt, indem wir auf diesen Smart Filter drücken. Dann auf Schwarz natürlich. Den Pinsel natürlich etwas größer. Und wenn wir jetzt hier rüber meinen, dann malen wir natürlich diese Ebene schön aus. Also wieder machen wir wieder scharf. So, dann gehen wir auch über hier rüber, über das Gesicht, was wir natürlich wieder scharf haben wollen. Können auch schön reinzoomen. Und der Trick ist also, wenn wir jetzt, je größer, desto besser. Und wenn man übermalen sollte irgendwo jetzt, kann man natürlich sagen, man drückt X und kann es dann wieder bemalen. Und hier ein Trick ist, wenn man zum Beispiel sagen möchte, wir wollen ja jetzt nur das Gesicht haben, können wir natürlich auch sagen, wir zeichnen uns jetzt erstmal nur das Gesicht ab. Und können dann schön mit gedrückter Alt-Taste auf den Smart Filter drücken und sehen, hier farbig, also schwarz und weiß, und können jetzt das Schwarze hier, also etwas Weißes, ausmalen mit Schwarz. Und so geht es dann einfacher. Also, so kann man dann sehen, welchen Bereich man noch nicht wieder vom Matten, also vom Weichzeichnen weggenommen hat. Und was auch zu empfehlen ist, ist, dass man auch ab und zu mal absetzen sollte, falls man irgendwo rüber malen sollte, dann, und man rückgängig macht, dann hat man nicht so einen großen Aufwand, wieder alles wieder zu bemalen, was man möchte. Und so ist es dann einfacher. So, jetzt können wir mit gedrückter Alt-Taste wieder drauf drücken und jetzt ist nur das Gesicht ausgewählt, was wir haben wollten. So, und jetzt können wir natürlich noch sagen, wir
sagen, wir machen noch die Augenbrauen ein bisschen hervorheben mit niedriger Tasse, im Zug verkleinere ich mal die Pinselgröße. Und tue auch nochmal die Augen hervor. Alles mit kompletter Stärke natürlich. Und den Mund noch. Also die Lippen, eher gesagt nicht im Mund, sondern die Lippen haben wir. Und wenn man mal irgendwo drüber malen sollte, hier sehen kann, dann kann man mit X die Farbe ändern und man kann dann drüber malen. Kann man hier ausmalen. So, wenn wir das haben, können wir noch mal kurz schauen, ob wir auch alles haben. Ja. So, dann können wir natürlich sagen, wir kopieren uns diese Ebene. Dort kleinen Moment. So, und jetzt wollen wir natürlich hier, wir wollen jetzt zum Beispiel den Hals und die Schultern noch machen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, man macht dieses komplett hier Bild. Aber kleinen Moment. War das Fläche? Hier, Fläche füllen. Würde ich jetzt sagen, hier, ich mache auf Schwarz. Dann würde natürlich diese Ebene hier weggehen, was wir hier gerade schön gemacht haben. Und deswegen gehen wir auf Fläche Film wieder und machen das auf Weiß. Und wir sagen dann uns, wir rufen mit gedrückter Alt-Taste eine neue Ebenenmaske auf, damit es übernommen wird. Und dazu können wir natürlich schön mit Weiß, also mit dem Pinsel und Weiß hier den Bereich auswählen, den wir haben wollen, so wie gerade eben. Erstmal nur die Konturen. So. Also Pinselgröße mal ein bisschen kleiner, weil es hier ein bisschen enger wird.
So, ich kann mal kurz nachschauen. Jupp. Und jetzt mache ich noch kurz hier noch. Auch noch ein bisschen kleine Pinsel. Größer. So, und jetzt drücke ich hier rauf und jetzt kann ich schön wieder ausfüllen. Ups. Ein So. Noch hier schauen, wo ich was vergessen habe. So, jetzt fehlt noch der Arm. Jetzt können wir wieder mit gedrückter Alt-Taste zurückgehen. Und jetzt ist ja, sag mal ja, hätten wir ja freilassen können, dann wäre es ja genau gleich, dann hätte man es auch ausgefüllt gleich, aber wir wollen ja natürlich ein bisschen hervorheben, dieses Gesicht, und dadurch sagen wir, wir drücken auf Matter machen, Doppelklick. Und dort verändern wir natürlich noch, machen wir noch weniger den Schwellenwert, so wie den Radius. Und vorher, nachher, vorher, nachher. So. So. Machen das kurz noch abspeichern. Und das war's eigentlich schon mit dem Tutorial. Jetzt hat man schon, wenn man reinschaut, meine schöne Porzellanhaut.